Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Heute ist 28. August 2020. Für uns Russlanddeutschen, das ist ein besonderer Tag. Dafür will ich heute vorstellen zwei wichtige Leute. Dietmar Friedhoff, Bundestagabgeordneter, und Denis Pauli, Vorsitzender des Zentralrates Russlanddeutschen. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Dietmar Friedhoff, Bundestagsabgeordneter aus Niedersachsen. Geschichte hat nicht immer nur eine Seite, sie hat oft zwei Seiten. In Deutschland betrachten wir leider Gottes nur noch eine Seite und vergessen dabei eine Seite, die auch direkt mit unserem Schmerz, mit unserem Leid zu tun hat. 28. August 1941. Was ist passiert? Über Nacht wurden annähernd 890.000 Russlanddeutsche in der damaligen Sowjetunion wie Vieh deportiert. Sie wurden durch Russland transportiert, weil man sie verdächtigt hatte, Nazis zu sein. Sie wurden bis den Dezember bei Kälte, bei minus 30 Grad aus ihren Zügen hinausgeworfen in Sibirien und Kasachstan und wurden sich selbst überlassen. In Hunger- und Leidensmärschen starben viele von ihnen. Wissen wir das? Denken wir daran? Sehen wir auch, was totalitäre Staaten tun? Der Staat Stalins und der Staat Hitlers waren nicht besser oder schlechter. Beide waren totalitär und haben nichts Gutes für ihr Volk gebracht. Und das sollte Mahnung für uns alle sein, dass sich das in unserem Land, das in unserer Welt nie wiederholen darf. Die Russlanddeutschen sind für uns mahnendes Beispiel, was passieren kann. Und deswegen sollen wir stolz darauf sein, dass diese Menschen mittlerweile in Deutschland leben, wieder bei uns und mit uns gemeinsam kämpfen, dass sich das nie wiederholt. Lassen Sie uns gemeinsam für unsere Grundrechte streiten, für unsere Demokratie und für unser Grundgesetz. Wir leben und lieben in der Bundesrepublik und das ist gut so. Aber das müssen wir jeden Tag neu erkämpfen. Seien Sie an unserer Seite. Liebe Freunde, heute vor genau 79 Jahren, am 29. August 1941, wurde durch die sowjetische Regierung der Startschuss gegeben, die deutsche Minderheit in Russland als Kollaborateure des Naziregimes zu deportieren. Die Deutschen wurden von den angestammten Plätzen, wo sie seit Jahrhunderten sich ihr Leben aufgebaut haben, wurden entwurzelt und in Viehwaggons nach Sibirien und Kasachstan verfrachtet. Damit fing ein neues Kapitel im Leben der Russlanddeutschen an. Ein Kapitel, welches viel Schmerz und Leid beinhaltet. Daran wollten wir heute gedenken. Viele der Menschen wurden in die sogenannte Arbeitsarmee einberufen, was in der Tat eine Internierung darstellte, wo die Deutschen der Schwerstarbeit gezwungen wurden. Viele haben es leider nicht überlebt. Diejenigen, die es überlebt haben, konnten Ende der 80er Jahre endlich nach Deutschland zurückkommen. Und in deren Namen möchte ich meine Dankbarkeit dem gesamten deutschen Volk aussprechen, das mit dieser Großzügigkeit die Russlanddeutschen hier aufgenommen hat. All das, was ich eben geschildert habe, war nur dank der Diktatur möglich. Eine Diktatur kommt nicht aus dem Nichts. Es fängt immer im Kleinen an und nimmt sich immer mehr der Freiheit der Menschen. Daran sollten wir heutzutage denken. Denn das, was der Berlins Innensenator letztens zum Ausdruck brachte, wie er für eine politische Motivierung der Absage erteilte, sollte uns zu denken geben. Unsere Freiheiten müssen verteidigt werden. Ich appelliere damit an die Berliner Verwaltung, dieses Verbot wieder zu kippen und die Demonstration zu genehmigen. Denn sollte dieses Verbot nicht aufgehoben werden, dann empfehle ich jedem
freiheitliebenden Bürger einen friedlichen Spaziergang zu machen. Diesen Samstag soll eine sehr, sehr gute Atmosphäre in Berlin dafür sein. Vielen Dank.